von Zotung zu gehen. Gar nicht so leicht, nachdem du dich am Kelch der Glückseligkeit gelabt hast. Was zu tun, wenn du Wer hat Lust auf eine Schlägerei? Harvey, zeig uns deine Stärke. Besiege das Kampfwunder und wir lehren unsere Hörner, dir zu ehren. Bringt mir dieses Wunder und ich werde meine Knöchel an seinem Kinn wetzen. Sieh dort! Oh. Soll das ein Scherz sein? Ich kämpfe doch nicht gegen ein verdorrtes altes Weib. Nun, wenn du dich zu sehr vor ihr fürchtest, dann ist das so. Nun, wenn sie euer Kampfwunder ist, dann sei es so. Ich versuche, ihre morschen Knochen nicht zu brechen, garantiere aber für nichts. Wer hat Lust? Wird wahrscheinlich nicht einfach. Reicher. Vielleicht wäre ein Kleinkind als Gegner angemessener. Autsch. Kleine Lämmer schlagen fester zu als du. Hat keine Angst vor den morschen Knochen. What the fuck? Wow. Ich verliere. Ist sie zu stark für dich? Vielleicht wäre ein Kleinkind als Gegner angemessener. Du bist wahrlich mächtig. Du hast gegen das Alter gekämpft und gewonnen. Niemand hat das je zuvor geschafft. So tränkt denn auf mich, wie ihr es versprochen habt. Ihr alle lehrt eure Hörner für Harvey. Der Met ist halb leer. Aegis Kessel kann also geleert werden. Das Kampfwunder wurde besiegt. Das Kampfwunder wurde noch nie besiegt. Keine Gäste in der Küche. Raus! Es muss noch einen Weg in die Küche geben. Im Namen Harveys! Irgendwo, ja. Gib sie mir! Ich will auch mal! Nimm die dreckigen Finger von meiner Harfe! Ich bin dran, ich bin dran! Du nicht auch noch! Mit deinen Wurstfingern machst du die Saiten kaputt! Sind die da oben? Die Kinder? Ah ja, da sind sie. Diese Harfe gehört dir nicht, du kleine Diebin. Du solltest sie zurückgeben. Was willst du dagegen tun? Gegen mich kämpfen? Hast du keine wahre Herausforderung? Na gut. Wenn du die Harfe willst, spring in den Met. Aber kletter so hoch du kannst, es soll ordentlich platschen. Seht zu und lernt. Ich wette, das wird nichts. Was meinst du, wie viele Knochen brechen? 50 bestimmt, vielleicht 100. Gar keine. Wir sind nur Meister des Sprungs. Erstmal in die Met reinspringen, alles klar. Harvey, alles klar. Natürlich werde ich besoffen dadurch. So, und nun gib die Harfe zurück. Wir brauchen Musik. Bei Ymirs haarigen Eiern, das war unglaublich. Du bist sicher halb Rabe. Wer bringt dir solche Ausdrücke bei? Mutter, wieso? Mutter, wieso? Alles klar. Die Gäste trinken zu langsam. Vielleicht kann ich die Sache beschleunigen. Okay. Ja. Ég vek bakað rúbröð ef þú sétt smá svöng. Eru að svala? Ok. Það er svo mælíðið. Fóstra Tostix verða léttari barn sín ótt. Fyrsta barn hennar. Men ef... Ist das Loki? Versuch es! Was ist Loki! Leider nein! Mein Name ist Tök.
Verzeih ich. Ich dachte, du wärst jemand anders. Zu viel Met in zu kurzer Zeit. Da hilft nur Schlafen. Ist das okay? Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Das letzte Mal, dass ich dein Spiel spielte, wurde ich so betrunken, dass ich meinem Bruder ins Bein schoss. Was ist das Zweitschlimmste? Erstmal trinken. Aber welche Ziele? Du bist zurück. Wirst du jetzt... Zeig mir die Ziele. Dann trink und lass die Pfeile fliegen. Wo sind denn die Ziele? Du siehst etwas wackelig aus. Vorsicht! Das nicht? Ich sehe keine Ziele. Ich sehe einfach keine Ziele. Ich hoffe, du hast deine Blase besser im Griff als den Bogen. Wo sind denn die Ziele? Du siehst etwas wackelig aus. Vorsicht! Guter Schuss. Trink erneut und wage noch einen. Ehrlich jetzt? Schließ die Augen, dann hast du mehr Glück. Hallo. Jetzt bin ich zu voll. Scheiße. Ich muss diesen Kessel leeren. Dann wird Schuttung sein Gewölbe öffnen. Ich war gerade zu voll. Ich hoffe, du hast deine Blase besser im Griff als... Jetzt ziele gut. Der letzte ist der schwierigste. Du siehst etwas wackelig aus. Vorsicht! Du schießt vortrefflich, Harvey. Wo andere durchs Trinken das Ziel nicht mehr finden, wird deine Hand sicherer. Noch eine Runde? Nicht für mich. In mir scheint sich ein Knäuel Aale zu winden. Und ihr scheint zu dritt zu sein. Ich sollte an die frische Luft. Der Kessel ist leer. Ich sollte es Suttung sagen. Okay. Und dann ist der Kessel wieder voll wahrscheinlich. Großer Suttung! Deine Gäste dürsten nach Met, doch der Kessel ist leer. Alles fort? Das hätte ich nie für möglich gehalten. Gunblöd. Vater? Öffne das Gewölbe. Die Trell sollen mir Met für meine Gäste bringen. Brauchen wir wirklich mehr, Vater? Einige sind bereits bewusstlos. Tu wie geheißen, Tochter. Jeder trinke so viel er kann. Wie du wünschst. Ich werde das Gewölbe öffnen. Niemand wird sagen, dass Suttung weniger als großzügig ist. Niemand wird mehr reden können. Einige sind bereits bewusstlos. Alles klar. Das Gewölbe? Ach, okay. Was ist das Gewölbe? Müssen wir hier runter? Jetzt ist die Karte wieder verfügbar, ne? Geh ich einfach so hoch. Ja. Ja, das klappt also nicht. Und bin instant tot. Alles klar.
Aber ich sah mir wieder voll Leben dann. So. Es ist so merkwürdig, dass wir halt nicht anders runterkommen, wirklich. Zumindest so wie vorher. Da, 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 da. Was ist das für ein Geräusch? Oh oh. Das tut aber weh, wenn ich hier runterfall. Sind das für Geräusche? Sind wir immer noch so voll? Oder was ist hier los? So. Nein. Das war knapp. Alles klar. Was auch immer so eine Geräusche macht. Nein. So. Erstmal hier mal weiter runter. Okay, gehen wir hier mal einfach rein. Alles klar. Was wir auch immer hören, ich habe keine Ahnung. Das Gewölbe ist doch das andere Ding, ne? Wo die Axt drin vorne ist. Ja. Erstmal weiter runterfallen. So. Autsch. Endlich ist das Gewölbe offen. Der Med erwartet mich darin. Vielleicht. Okay, Pfeile. Das verheißt nie was Gutes. Wow. Harvey? Ich hörte ein Geräusch und ich... was hast du hier zu suchen? Ich wollte mit dir sprechen, fernab von den anderen. Ich habe etwas für dich. Ein Geschenk. Für mich? Danke, aber warum? Schicksal, Gunlöd. Wir können ihm nicht entkommen. Und unser Schicksal war es, hier jetzt zusammen zu sein. Du und ich? Wieso? Das ergibt keinen Sinn. Die Nornier spinnen ihre Muster und wir können uns nur ergeben. Wir sind verbunden, verknüpft. Das ergibt sehr wohl einen Sinn. Deine Worte, dein Geschenk, deine Augen, wenn du mich anblickst. Du verwirrst mich, Harvey. Ich verstehe dich nicht. Hör zu und pass auf. Ich zeige dir, was du wissen musst.
Alles klar. Finde den Met und nimm ihn an dich. Wow. Wie hier im Schnarchen ist. Guck mal, hier ist noch mehr Essen. Bestandsaufnahme. Okay. Erstmal Nahrung nehmen. Wow. Die Schöpfung. Hallo? Was? Ich würde das anklicken, genau. Erstmal plündern. Hier schon mal nicht. Okay. Was ist das? Noch so ein Brief. Schöpfung 4. Schöpfung 3. Schöpfung 5, was hier echt rumliegt. Achso, da waren wir schon. Dann schauen wir mal noch weiter. Bildnis eines Triskelle. Als viertes war die, seid ihr durch den, wie die erste Sprache der neuen Reiche sprachen. Okay. Genau. Genau. Erstmal wieder aufdrücken. Aha. 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 Da haben wir es. Der Met. Können wir Aesir durch diesen Zauber dem Untergang entgehen? Hyrokin hat mir Antworten an der Quelle Mimirs versprochen. Gelangst du Mimirs Quelle? Oh. Erstmal gucken, wo es hier rausgeht. Völlig verlaufen. Achso. Siehst du, auf frischer Tat ertappt. Verrat! Betrug! Ich hieß dich als Ehrengast willkommen und so zahlst du es mir zurück? Ich sah dich auf dem Fest, Loki. Natürlich warst du verkleidet nach allem, was du getan hast. Jemand musste mein Volk vor dem Verrat in deinem Herzen warnen. Sotung zeigt der Asenbrut, wie die Jötner mit Dieben verfahren. War so klar. Begrüße dein Ende. Du wirst nirgendwo. Das habe ich mir so gedacht schon, ne? Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Mal mit ihr geschlafen? Was denkst du denn? Ja. Du bist besoffen, ich weiß. Du hast besser gegen dich zu kämpfen. Zahllose Leben riskieren. Vielleicht. Ich sollte Schutz suchen. Aber wo? Ah ja, alles klar.
Autsch. Köcher ist voll. Ach da. Werden deine Arme schwächer. Muss halt echt aufpassen. Autsch. Ich muss hier weg. Du kannst nichts als lügen, betrügen und blenden. Nein. Oder ja? Kann ich? Vielleicht? So. Ja, das ist so doof, dass ich den gerade nicht treffe. Na? Fuck. Hallo? Du für das zahllose Leben riskieren. Hallo? Hier bin ich. Wow. Okay, getroffen. Da. Na, geht doch. Nichts als lügen, betrügen und blenden. Out. Na. Out. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Gar nichts. Mit dir habe ich gar nichts gemacht. Na, wo ist er? Muss halt wieder aufladen. Oh. Ich lebe schon zu lang, um jemanden wie dich zu ertragen. Ich werde dich unter meinen Stiefeln zermalmen. Wow. Hier bin ich, du Sack. Zahllose Leben riskieren. Ich muss gucken, ob ich hier gerade noch Nahrung habe. Autsch. Autsch. Nichts als Lügen, betrügen und blenden. Wow, nein, nein, nein. Gibt's hier keine Nahrung mehr? Doch hier. Uiuiui. Okay. Da ist er.
Nein, 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 hör auf. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Mann. Ah. Muster. Da ist er. Das zahllose Leben riskieren. Nein, wie kommst du denn da drauf? Nein, geh weg da. Komm her. Sei dankbar, dass ich es war, der deinen Met nahm und nicht Loki. Was ich tue, tue ich für die Sicherheit der Aesir und Vanir. Du wirst zahllose Schicksale ändern, Harvey, doch nicht dein eigenes. Das werden wir sehen. Hyrokin sagte, ich soll sie an Mimirs Quelle aufsuchen. Um diese heimtückische Schlange kümmere ich mich ein andermal. Aha. Hi. Na. Okay. Uiuiui. Man kann sein Schicksal nicht ändern. Was zählt, ist, wie man ihm begegnet. Guck mal, die Axt fehlt da. Plackerei und Schwielen sind unser Los. Ist das vollkommen egal, dass er jetzt da rumhängt? Oder wie? Es war Nahrung. Deswegen war auch so viel Nahrung da drin. Hallo? Du sollst mir die Axt geben. Ich möchte die haben. Okay. Das ist das. Ich hätte aber erwartet, dass ich sterbe. Beim ersten Mal. Aber hab doch gewonnen. Hier war nämlich die Axt. Okay. Oder ist das ein Bug? Ich guck mal ganz kurz was. Zack, speichern. Laden. Okay. Das wäre was, wenn er gleich tot umfällt. Nee. Der hängt hier halt immer noch. Und das mit dem Schwert in der Hand. Ach guck mal, jetzt ist sie hier wieder drin. Ich will die haben. Her damit. Wow. Läuft. Naja. Wir machen das hier nochmal zu Ende. Das ist da oben. Dann würde ich sagen, reise ich einmal hier hin. Da wir eh schon so weit sind bei einer Stunde, kann ich das auch noch kurz zu Ende machen. Obwohl. Nö. Ich würde sagen,
dass ich hier erstmal die Aufnahme beende. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in Assassin's Creed Valhalla. Bis dann. Ciao, ciao.